geben wir natürlich 10 Punkte, weil es eine Forderung ist, die wir schon seit Jahren trommeln und wo wir auch froh sind, dass die jetzt immer mehr Aufmerksamkeit findet. Nachgelagerte Studiengebühren zahlen die Studierenden nicht während dem Studium, sondern dann, wenn sie im Berufsleben stehen und gut verdienen, um ein bisschen genauer aufs Konzept einzugehen. Maximal 500 Euro pro Semester können Universitäten, Hochschulen einheben pro Semester. Und die Gebühren werden, wie gesagt, nach dem Studium zurückgezahlt, wenn man über einen gewissen Freibetrag kommt, das heißt über 1.100 Euro netto pro Monat verdient. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Angenommen, ich verdiene 1.200 Euro netto pro Monat, dann ist die Bemessungsgrundlage der Betrag, der über dem Freibetrag liegt. Das sind in dem Fall 100 Euro und davon zahle ich 8% pro Monat zurück. Das wären 8 Euro pro Monat in diesem Fall. Ich glaube, das ist ein Beitrag, den sich jeder leisten kann und der wichtig ist, damit wir unser Hochschulsystem wieder unter die Besten in Europa bringen.